So, hallo zusammen. Hallo. Ich bin heute Abend mit Maggie unterwegs. Unsere Azubine, die Eileen, ist leider krank. Von hier aus liebe Grüße, gute Besserung, Eileen. Die liegt jetzt zu Hause flach. Aber das nächste Mal geht sie bestimmt wieder mit. Okay, wir sind jetzt heute auf der Grimmburg. Ich war da mal vor etwa 3 Jahren mal hier. Damals hat es geregnet, das tut es heute auch. Also irgendwie mag mich diese Burg nicht. Und wir wollen jetzt heute mal hier so eine Untersuchung machen. Ich war auch damals in dem Hexeturm drin, musste ich aber auch rausgehen, da dort ein Hornissennest vor Ort war und diese Tiere uns da attackiert haben. Ja, es kommt mal gerade wieder ein Regenschauer runter. Spitze. Naja, mal gucken, dass wir das Beste draus machen. Genau. Dann, ja, folgt uns einfach. Bis gleich. Tschüss. So. Gehen wir hier rüber. So, ich weiß nicht, ob man das von hier aus sehen kann. Gut, die Action Cam erfasst nicht, aber hier stehen jede Menge Funktürme. Da kann man also, ja, K2 kann man in die Tonne kloppen heute Abend. Ich habe es auch unterwegs, auf der Herfahrt habe ich schon getestet. Und ja, das schlägt aus wie irre. Ja, vorsichtig, das war rutschig da jetzt, wo es geregnet hat. Jetzt kommt eine schöne romantische Holzbrücke. Guck mal, da, wenn ich jetzt da auf der rechten Seite. Das sieht interessant aus. Da geht irgendwie Ja, das sind also nach die unten hin. Wohn- und Arbeitsstätte, die ehemalige. Komm mal ruhig mal reingehen. Ich habe schon wieder Stimmen gehört, Eva. Hallo, guten Abend. Hallo. Ich habe schon wieder Stimmen gehört, Eva. Hallo, guten Abend. Hallo. Gut, ich vermute, dass da früher eine Treppe war. Ja. Da konnte man dann da runter gehen oder unten in den Raum rein. War bestimmt der Keller gewesen früher. Ja. Weil hier drüben sieht man ja noch diese Öffnungen da in der Mauer. Da waren also früher die Holzbalken drin. Ja, da schätze ich, dass das da unten ein Keller war. Also die Lidz-Taschenlampe ist zwar super, du siehst was Schweineheiß in der Hand. Ne? Ich habe jetzt auf maximale Stärke. Ja. Also da kann man sich morgens den Tee mit aufbrühen. So. Gehen wir auf eine Brücke. So, hier unten, da geht es auch tief runter. Ja. Hier ist auch noch die Burgmauer. Pass auf, das Holz ist glitschig, da wie Sau, ne? Obergehen, Ja. ja. Und pass auf, da hier sind Pfütze. Ja. Wassergräben mit Krokodile. Ja. So. Das sieht mir sehr alt aus. Ah, was da drin ist. Oh, da ist ein Schild. Muss gucken, ich glaube, das ist eigentlich so ein Museum drin oder was. Ne, das ist das Burghaus. Ja. Hier war die Burgküche.
Zisterne, Wasserreservoir. Das ist ja das, was mir jetzt der letzte, wo wir in Bad Dürkheim waren, wo mir nicht gefunden hat, dass da irgendwie Zisterne oder was war. Ja. So, wir gehen mal neben rüber. Ja. So. Sollte ich mal zu Geld kommen? Hä? Geräusche von rechts. Kommt da jemand? Nein. Wenn ich mal zu Geld kommen soll, wenn ich mir so eine Burg kaufe, dann wäre es wieder aufbauen. Seinen wunderschönen guten Abend. Wenn denn schon jemand bei uns ist, ihr könnt auf unsere Kameras sprechen. Das können wir später dann hören. Da wären wir echt dankbar für. Ey, das ist offen. Maggie, das ist offen. Ist ein bisschen eng, aber es ist offen. Hallo. So, hier geht's. Ja, das ist ein Holztreiber, du kannst links und rechts festhalten. Ja. So, das bedeutet volle Konzentration. Ich glitschig. Bist du da? Ha? Bist du da? Ja. Wo ist die Azubine, wo unser Gepäck tragen muss, ne? Diese Lehrlinge heutzutage. Gepäck ist das geringste Problem, ne? Ja. Hätte man schön bunt umblick, ne? Ja, ja. Jesus, nee. War das damals auch schon so eng, wo das letzte Mal da war? Oder bin ich breiter geworden?
Jesus, nee. Ja. Gut, aber auch nicht anders wie Una. Ach. Nee. Jetzt du wieder weiter. Ja, dann geht nur weiter. Du holst aber an das alte Video. Ach, komm, ich will das mal auch tun. Ohlig. Hier oben kommt so. Hier oben kommt so ein Tritt leider. Aber da ist eh das Dach, das musst du da nicht antun. Ja. Stehen wir euch hier einmal mit rum, so weit es geht. Also ist nix. Der Andi darf Abenteuer heute spielen. Nee, weil ich müsste jetzt den Rucksack absetzen, sonst komme ich nämlich nicht durch. Maggie hat immer noch Höhenangst und kann immer noch keine Treppen ausstehen und man durchschauen kann. Man ist doch so hoch gekommen. Guckt mal, seht ihr den Baum da unten? Schön, ne? Wunderschön. Wir sehen Schießscharten. Da ist Maggie. Hallo. Oh, ist ganz schön hoch, ne? Ist hoch, ja. Wahnsinn. Oh, die Dinger, da sieht man der Kamera nicht. Also auf dem Display mal zumindest nicht. Wie es bei der Aufnahme aussieht, weiß ich nicht. Also oftmals ist es so, dass auf dem Display doch dunkler ist, ja, wie in der Realität. Oder vielleicht mal mit dem Handy ein Foto machen. Das kann man auch machen, ja. Hast du das gerade, oder? Ja. Dann kommen wir hier mal aus Spaß. Machen wir die Lampe weg, bitte? Ja. Irgendwie habe ich da total. Oh. Da drin ist Spinneweb oder was? Was ist denn das? Ich weiß nicht, was das ist. Aber immer noch. Und das? Auf alle Fälle, Freunde, hier drüben sind Dinger, Funkmaster. Ganz viele. Kann ich euch jetzt auch mal gern zeigen. Mal gucken. Vorführeffekt, jetzt schlägt es nicht aus. Also vorhin im Auto hat es gemacht wie irre. Ne? Ja. Es tut's nichts. Ja, aber trotzdem, sag ich mal, jetzt mit Ding scharfe Ditch, das kannst du nicht anerkennen. Nee, ich habe ja Bilder gemacht, also man sieht auf jeden Fall die roten Lichter auf den Bildern. Ja. Ob man Fledi sieht, wo gerade vorne dran geflogen ist, das weiß ich nicht. Es wäre schön, aber ich glaube eher nicht. Und da fliegen nämlich ein Haufen rum. Ja. Das fliegt da auch nicht. So, geh mal runter. Hm? Probieren wir es. Ja. Das ist alles auf verdammt. Das Ende macht ja nichts aus. Ja. Wenn man 100 Fuß geht, wollte ich besser als nach oben. Das ist ein Vorteil beim Fallen, du bleibst irgendwo stecken. Ich glaube, überall mit dem Rucksack hängen, kann ich gar nicht richtig drehen. Zum Glück hat die Jakobsche schon so viel mitgemacht. Ja, das ist neu. Ja, ich meine, die fällt mal auch an. Die ist schon 20 Jahre alt, die Jacke. Ich gebe die ja nicht her. So. Nee, was sich bewährt hat, ne? Ja. Ja, es gibt Leute, die rennen wie die jungen Götter. Da haben wir damals die Ding gemacht, die PU. Ja, da kann man sagen, ich muss das nicht gerade durchlaufen. So, jetzt vorsichtig da, der nasse Holz. Ja,
Nasses Holz, schleimiger Handgriff, das passt gut. Und ein Licht, das einen blendet, noch besser. Bessere Voraussetzungen für einen Unfall kommen wir eigentlich nicht mehr an. Ja. Ja. Ja, gut, mach langsam. Ne? So, machen wir für Maggie Flutlicht. Für Maggie Flutlicht, da kann sie besser landen. Komm, hast Landeerlaubnis. Landeerlaubnis erteilt. Wunderbar. So, ich mach gerade noch Nebel runter. Fühl ich dich noch ein bisschen rum. Ja. Ja, man kann nicht genug Acht geben bei dem Wetter, ne? So, das hier ist der Säulenkranz. Der ist offen. Oh, geil, schön, super. Hallo, guten Abend. Jo, das war das Ding, wo mir oben gestanden. Der ist offen. Oh, geil, schön, super. Hallo, guten Abend. Ja, das war das Ding, wo wir oben gestanden haben. Genau, mal geguckt haben. Ja. Ja, das ist der Säulenkeller. Gehen wir noch ein Stück nach vorne, bitte. Ja. Reicht schon, danke. Das mache ich, wenn ich irgendwas Ahnung hätte. Ja, genau. Dass das im Foto gut aussieht. Perfekt. Gut, das mache ich, wenn ich von irgendwas Ahnung hätte. Dass das im Foto gut aussieht. Perfekt. Gut, das mache ich, wenn ich von irgendwas Ahnung hätte. Dass das im Foto gut aussieht. Perfekt. Es ist schon beeindruckend, was hier alles erhalten ist oder wieder aufgebaut wurde. Ne? Das ist ja wirklich sehr, sehr groß. Die Sache ist so schade, ja. Wir haben immer die Becher heute geholt und dann hat es mal drum gekümmert. Die breche irgendwann zusammen. Und ja, dann bleibt halt nur noch die Mauer hängen. Wahrscheinlich ist die Mauer teilweise abgetragen worden, das sieht man hier oben. Ja. Ne? Also die stehen für was anderes gebraucht. Und ja, ist dann halt vergammeln geworden. Ne? Aber zum Glück gibt es hier heutzutage immer noch so ein paar Jungs da, die sich dafür interessieren, die sich dann um die Burg kümmern, da Gelder sammeln und da teilweise auch wieder restaurieren. Ey, guck mal, wie geil! Ein Feuersalamander! Oh, ja. Ich habe schon seit Ewigkeiten kein Feuersalamander mehr gesehen. Ich fasse jetzt aber nicht, aber die sind. Ich will deine Bild machen, bevor du expirest. Wahnsinn. Oh, bist du so hübsch. Machen wir ein schönes Bild, ja. Ja. Hast du nicht gut drin, ja? Ja. Wahnsinn. Ja. So. Aber ich denke, was leuchtet denn da so krass gelb da, ne? Wunderschön. Ja. Geil. Ja. Ich glaube, ich als Kind habe ich das letzte Mal Feuersalamander gesehen. Und dann noch so schön prächtig Tierchen. Ja. So, was ist das da? Steht da aus was? Nee. Das ist der Schmiedeturm. Schmiedeturm, okay. Schmiedeturm. Also das war mal früher ein Turm und sie dann, ah, fällt auch schon ein Stück, ein gutes Stück. Ja. Das war immer wieder interessant. Ich muss aufpassen, dass noch mehr so Salamander da rumkrabbeln. Wie sich da die Pflanze in diesem Felsgestein da fest, gerade schon ja. Irgendeine Farnart zu sind. Ne? Das finde ich schon richtig interessant. Ah, da kannst du so Schloss dran, wie in Köln auf der eine Brücke. Ah, ja.
ob die alle gar noch zusammen sind, wo du hängst. Aber noch relativ neue Datums. Ja. Kann man gescheit lesen, ne? Mindestens Frühling. Mindestens Frühling. Mindestens Frühling. Ja, auf der Burg kann man ja auch heiraten. Also wer Interesse hat, ich habe gelesen, 4 Hochzeiten und eine Traumreise, wird ein Brautpaar gesucht, das gewillt ist, sich hier zu verehelichen. Habe ich deine Taschenlampe oder habe ich meine Taschenlampe? Hört mir das Frau mal gleich. An meiner Taschenlampe fehlt nämlich der... Richtig, mir hat die Taschenlampe getauscht. Ja. Bei mir fehlt nämlich das Gummischutz. Bei mir der Panel. Den habe ich gerade vermisst. Den habe ich, glaube ich, abgemacht. Ja. Weil mich das Ding genervt hat. Gott, warte, ich das Kopfstein. Gott, warte, ich das Kopfstein. Ja. Da oben waren wir auch vorhin. Hier haben sie noch Getränke stand. Schon jetzt batschnasse Füße. Ja. Das sind die Türme und das da über ist der Hexeturm. So, ja. Das ist der Kücheturm, genau. Nee. Während der Küche nichts getaucht hat, ist dann in der Hexeturm gekommen. Ach, jetzt ist das ganze Wasser in die Schuhe gelaufen, ey. Ah, verdammt. So, hier ist der Hexenturm. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. So, das sind halt die Preise fürs Burg- und Hexenmuseum. Ja, dann würde ich trotzdem eintreten, ja? Und boah, die Preise sind recht annehmbar, sage ich jetzt mal. 2 Euro für Erwachsene, ja. 1 Euro Familienkarte, 4 Euro ist doch gut. Ja. Hier ist noch so ein Bild, wie die damals da die Frau gequält haben. Scheine mal. Mach mal ein Bild nach oben, dass es auch schön rüberkommt. Glück zu haben. Und dies. Ja, danke schön. Das war dann noch mal sehen, was da los war. Ich habe hier einen Artikel gefunden aus der Saarbrücker Zeitung vom 11.12.2019 und da möchte ich euch mal ein Stück daraus vorlesen, was zu dieser Zeit so hexentechnisch abging. Ja, auch hier wieder sehr düster und zwar fängt das an, eine schaurige Geschichte aus düsteren Zeiten. Ida Gläser aus Weiersweiler ist mit Schmied Glas verheiratet. Das Ehepaar gehört zu den führenden Familien im Dorf. 1599 beteiligt sich ihr Mann an der Hexenverfolgung, indem er Klage gegen 2 Personen aus Weierweiler beim zuständigen Hochgericht einreicht. Glas hat aber nicht bedacht, dass seine Nähe zu den Hexereiverfahren seiner Ehefrau in Gefahr bringen kann. Womöglich hofft er auch, auf der Seite der Hexenjäger ihre drohende Verhaftung abzuwenden, denn sie ist mehrfach der Hexerei bezichtigt worden. Doch die Strategie, die geht nicht auf. Mit den beiden von ihm Beschuldigten und einer vierten Frau
wird Ida im November 1599 inhaftiert. Es liegen 6 Denunziationen von zwischenzeitlich hingerichteten Hexen gegen sie vor. Das Gericht zeigt sich von ihrer Schuld überzeugt. Ida verfügt über einen starken Willen und große körperliche Widerstandskraft. Obwohl man sie grausam foltert, gesteht sie zunächst nicht. Insgesamt 5-mal nimmt man die Frau in die Folter. Dazwischen gewährt man ihr Bedenkzeit. Schließlich gewinnt das Gericht den Kampf gegen sie. Ida legt ein umfängliches Hexereigeständnis ab und wird am 8. November 1599 mit 3 anderen Verurteilten gnadenhalber stranguliert, bevor man sie in einer Reisighütte verbrennt. So. Vor allen Dingen hier kann man sich schön hinsetzen. Ja. Dann kann man hier eine Session machen. Genau. Und ich würde sagen, das machen wir auch. So. Hier, der was sagen möchte. Von der Kreatur. Das wird dann in den Geräten, in den Kameras, wird das aufgenommen. Wir können jetzt leider nicht antworten, aber wenn ich zu Hause dann die Aufnahme höre, dann höre ich das, was ihr gesagt habt. Genau, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns kommunizieren, versuchen würdet zu kommunizieren. Wir kommen mit Frieden und Respekt und haben keine böse Absicht. Ich muss mir abgeben, dass ich meine Finger einklemme, weil. Jetzt kann es aber mir regnen, mir alles egal. Ja, genau. Wenn später mal ins Auto geht, dann muss ich wieder 5 Minuten mal Pause machen. Okay. Die Natur ist haben nicht so verständlich. Und ich tue die Kameras haben nicht so verständlich. Was geht hier drin? Na, da ist mal der Brüller auf dem Ding. Ja. So. Ja. Ich gehe mal gucken, ob da doch mal der Brüller auf. Ich nehme die Kamera mit, damit die Zuschauer das auch sehen, falls jetzt wirklich Stimme drauf waren, dass da Auskenner ist. Ja. So, also hier ist niemand. Ich glaube auch nicht, dass bei dem Wetter jemand im Wald rumläuft. Nee, die sind ja alle gegangen, als wir kommen. Ja. Das ist, dass wir jemanden gibt haben, der wieder fühlt, ne? Was wir hier treiben. So. Ah, jo. Die Actioncam, die hier oben links stehen? Die lasse ich stehen, ja. Soll die dann die ganze Zeit aufnehmen? Die kann ich aufnehmen. Und ich war arschvoll Spuren zum Auswählen. Aber man gönnt sich das sonst nicht.
So, ich noch ein bisschen rüber stimmen. Staubt. So, wir haben auch ein kleines Dankeschön mitgebracht. Das werde ich jetzt gerade mal kurz verteilen da vorne. Dass ihr hier sein dürfen, ne? Das sind wir echt grob drüber, wie ich nichts. Fall ich in die Burg graben. Mach's doch da aufs Fenster, da war es aus, immer schwarz nass. Machst doch dort an die Fenster nicht schräg. Genau, ja. Weil ich wollte echt auch genossen das Essen. Ja, das stimmt. Hm? So, ihr Lieben, für alle, die hier sind, alle, die physisch anwesend sind, alle, die psychisch anwesend sind, ein Dankeschön, dass ihr da sein dürfen. Müll packen wir selbstverständlich wieder ein. So, was brauchen wir noch? Holen das Handy raus, weil ich hier drin bin. Das Wasser gerutscht. Gut, meine läuft auch. Test 1, 2, 3. Test, Test. Wahnsinn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 Kameras im Einsatz. Leute, das wird wieder lustig. Ich habe kein Netz hier, ne? Für Internet, ne? Ja, über Dockswassergeräusch nehmen, ne? Also ich wollte, weil da brauche ich aber Internet dazu. Regengeräusch meine ich jetzt. Ja, ja. Ihr Lieben. Aber euch, wir haben da Ausreihe, das reicht. Genau, fühlt euch eingeladen in unsere Runde, euch mit uns etwas zu unterhalten. Ihr seht ja, wenn in die Nähe der Lampen kommt, leuchten die. Das war ein schönes Bild. Oh, ich habe die Kraft richtig gerade. Muss ja richtig passen. Aufnahme, ich freue mich. Zum Glück ist wenigstens einer von uns gedreht. Dankeschön. So, würde ich sagen, leg doch mal los, bevor die Akkus in der Actioncams wieder leer sind. Ja. So, ihr Lieben. Wir sind jetzt ja hier in diesem Hexenturm. Vielleicht ist jemand da, der früher hier leiden musste. Sieht man mal ja gar nicht, ja. Dass das Geräusche sind, die irritieren. Ja. Vielleicht ist jemand da, der sich dazu äußern möchte. Von den Damen, die hier verurteilt wurden, zu Unrecht. Wir stellen uns mal vor, neben mir sitzt die Maggie. Hallo ihr Lieben. Ich bin der Andreas. Oder der Andi ist wahrscheinlich für euch einfacher. Andreas lasse ich ein bisschen schlecht sprechen für euch. Also sag einfach Andi, passt alles. Ich höre das dann auf der Aufnahme. Ja, ihr seht ja hier die Geräte mit den Lichtern drauf. Da könnt ihr gerne was reinsprechen. Über uns fliegt noch ein Flugzeug, das ist auch gut. Das sieht alles so gefährlich aus, aber was wir hier haben, ist nichts gefährlich, es kann nichts irgendwem wehtun, wenn wirklich noch Seelen anwesend sind, die hier gefoltert wurden. Ihr könnt gerne zu uns kommen, bei uns passiert euch wirklich nichts. Wir haben nichts Böses im Sinn, wir kommen in Frieden
und Respekt. Das ist ja schon angsteinflößend, wenn man sowas erlebt hat, vielleicht noch feststeckt. Ne? Höher, dauernd, Stimme. Ja, ja. Also ich meine, dauernd Stimmen hier zu hören. Entweder antwortet schon jemand, ich verstehe es nicht richtig, oder ich bin kurz vorm Überschnappen. Nein, ich höre auch. Sag doch mal bitte deinen Namen. Warst du verheiratet gewesen? Wenn ja, sag mal bitte den Namen deines Ehegatten. Ihr könnt auch jetzt die Regengeräusche, die man von draußen hört, die könnt ihr zum Triggern benutzen. Ja, das heißt, das könnt ihr als Unterstützung nehmen, um euch hier verständlich ausdrücken zu können. Aber das wisst ihr ja bestimmt. Wenn jemand anderes bei uns ist, ich meine, die Burg, die ist ja schon 1200 Jahre alt, ne? Ja, ist sie gebaut vor 12. Jahrhundert. 1100. Ja, 800, 900 Jahre. Worden, ja. Ja. Wir haben schon 2100. Ja, das stimmt. Ja. Es können sich gerne auch andere Anwesende melden. Ich habe gelesen zum Beispiel, dass im Jahr 1450 ein Meier, das war Berufsstand quasi, ne, hier verurteilt wurde, der wurde gevierteilt. Ist ja auch kein schönes Schicksal, ne? Es wurden im Laufe der Jahrhunderte ja wirklich seltsame Strafen verhängt, ne? Er wurde gevierteilt, weil er sich gegen die Trierer Bischöfe aufgelehnt hat. Oh, war zu der Zeit, ja, war nicht so gut. Wie ist so eine Vierteilung vonstatten gegangen? Frau stimmt. Also, wenn jemand vor der Tür steht, du kannst gerne eintreten und sich bei uns in den Kreis dazusetzen. Ich mach was mit. Ich mach was mit die Augen zu. Dann bin ich ein bisschen will, nicht so abgehen. Ja, wir haben zu hell, ne? Das geht schon, ich mach ein bisschen zu. So kann ich mich dann besser auf die Ohren konzentrieren. Sind denn auch Leute hier?
die früher hier gelebt und gearbeitet haben. Es hört schon, als würde eine Männerstimme die ganze Zeit da draußen reden. Ich bin mal gespannt, was mit der Kamera ist. Wenn jetzt der Kamera nichts drauf ist, alle gar nicht, dann fresse ich Besen mit Putzfrau. Da ist mit Sicherheit weniger an der Kamera was drauf. Was hat man denn euch zur Last gelegt, dass ihr verurteilt wurdet? Als Hexen. Alles. Alles. Ich hätte uns. Stimme, die ganze Zeit ja. Schon redet. Ganz helle Frauenstimme höre ich alles. Also ich höre die ganze Zeit eine Frauenstimme als sehr stark. Es tut mir halt leid, ich verstehe halt nicht, was du sagst. Aber sag mal bitte deinen Namen. Ein Name ist ja geschichtlich erwähnt. Den Nachnamen habe ich jetzt vergessen, aber das ist die Traut. Die wird auch im Museum gezeigt. Bist du da? Die wird auch im Museum gezeigt. Bist du da? Vielleicht weil sie geschichtlich in aller Munde ist, ne? Dass die Seele vielleicht deswegen. Also müsst sie aber jetzt nicht extra holen. Nein. Ne? Also nein. Wenn sie ihre Ruhe haben will, da hat ihre Ruhe gefunden. Dann lass sie bitte da, wo sie ist. Nur wer wirklich herkommen möchte, soll herkommen. Ist auch eigentlich jeder eingeladen. Ich habe mal gelesen, dass man nicht nur verbrannt wurde, sondern auch gehängt. Ist das korrekt? So weiter. Ich meine, ich hätte korrekt eben verstanden. Mhm. Da spielt dich mal was in. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es hören. Ja. Ich habe gelesen, dass Brandhütten errichtet wurden,
In den Brandhütten wurde dann der Pfahl aufgestellt, wo dann die armen Opfer festgebunden wurden und dann wurde die ganze Hütte angesteckt. Ich hoffe, ihr seid vorher am Rauch bewusstlos geworden. Ihr Lieben, ich hätte mal ein Experiment vor, das ist mir eben ganz spontan eingefallen. Ist eigentlich nichts Neues, das habe ich schon x-mal durchgeführt. Und da könnt ihr mir mal dabei helfen. Das geht schon. Und zwar habe ich hier ein Licht in der Hand. Halt's mal hoch. Seht ihr das? Seht ihr das? Wenn ja, sagt mir mal bitte die Farbe des Lichts. Braucht keine Angst haben, das ist keine schwarze Magie und so Pferdefanz. Das ist einfach nur Fortschritt, das ist Strom. So, jetzt mache ich mal eine andere Farbe. Sag mir mal bitte die Farbe von dem Licht. Ja. Ich könnte mal was an die Tasche bringen. Mhm. Okay. Sag mir mal bitte die Farbe von dem Licht hier. Anna kann man haben. Wenn ihr es gesagt habt, sage ich danke. Ja, danke schön. So, und jetzt habe ich was ganz Schönes, weil das Licht gefällt euch nämlich, ne? Sag mir mal bitte die Farbe von dem Licht. Das finde ich nämlich auch am schönsten, das Licht.
Ja, das finde ich nämlich auch am schönsten, das Licht. Kann es sein, dass bei euch drüben im Jenseits, sage ich jetzt mal, dass da auch so rötliches Licht herrscht, dass euch da deswegen das rote Licht so gut gefällt? Oder kann ich mir das so vorstellen, dass das Licht dort auch so ähnlich ist wie bei uns hier? Das Bändchen beleuchtet? Nee, das hat nee. Gibt es dort bei euch auch so eine Sonne und Himmel? Oder gibt es bei euch auch einen Mond? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wiesen mit Blumen, ein See, Bach. Das kann jetzt auch was hin mit dem Wasser, weißt du? Ja, das kann auch sein, dass das ein bisschen irritiert. Dass da das Gehirn was vorspringt, ne? Ja, ich muss meine Jacke wieder anziehen. Sieh sie sich ruhig an. Dann rüttelt es wieder. Ja. Also es wird schwierig. Ja. Das sehe ich auf der Kamera auch wirklich in dem Moment bewegt. Ja. Da hört immer wieder was. Ne? Ich höre immer so, hallo rufe den ja. Oder so. Hallo. Hallo? Rückfahrt gerade Sattriger abgeben um Winter. Nein, nein, ich müssen wir zusammen einweisen lassen. Also ich habe ja auch das Gefühl, so. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist es auch das Regengeräusch, dass es irgendwo raufkommt, aber das ist schon faszinierend hier, ne? Ist es für euch okay, dass wir heute Abend hier sind?
Jetzt ist halt das Problem, wir können immer nur abends kommen oder nachts, weil da sind nicht mehr so viele Leute, man hat dann seine Ruhe und man kann dann auch mit euch dann besser kommunizieren. Wir können ja auch mal ausprobieren später, dass wir ultraviolettes Licht anmachen, dass ihr mal versuchen könnt, euch da zu zeigen, dass wir es gegen die Wand strahlen, wenn ihr mögt. Ne? Wie ist das denn bei euch drüben? Oder oben, wie immer so schön sagt, gibt es da auch so eine Art Hierarchie? Gibt es dort so eine Art Vorgesetzte oder so was Ähnliches, die da gewisse Machtbefugnisse haben? Man hat andernorts ja schon gehört, dass auch jemand da ist, der darauf achtet, dass nicht zu viel verraten wird von der anderen Seite. Ist hier auch so jemand? Du hast da jetzt keine Ruhe, oder? Aber da ist niemand, ich habe hier vorhin auch schon geguckt. Funktioniert. Aber das ist jetzt der Vorteil halt vom Regen, weil bei dem Sauwetter rennt mit Sicherheit keiner. Ja, aber ach, guck mal, doch, wir haben Besuch. Besuch? Guck mal. Ah. Oh, eine schwarze Nacktschnecke, ja. Ja. Der Opa kann halt mal auf sie drehen. Ja, die hat sich von da her gemacht. Ja, ja, ja. Ich habe noch ein Gerät dabei, da könnt ihr auch gerne mal drüber kommunizieren. Da ist der eine oder andere dabei, der vielleicht lieber da drüber geht. So, ihr Lieben, ich mache jetzt mal das Gerät hier an noch. Man könnte da mal hier drauf auch antworten. Ne?
Ja, mit etwas Glück können wir das auch direkt schon verstehen. Ja, es kann sein, dass ich da ein bisschen mehr verstehe. So, hallo zusammen, nochmal. Hallo. Stellt uns doch mal vor, die Maggie ist bei mir und ich bin der Andi. Ja. Also kurz, warte. Ist denn jemand hier, der sich über das Gerät hier unterhalten kann? Wie ist denn dein Name? Wenn du dich gut unterhalten kannst, sag doch mal bitte Maggie. Dankeschön. Dankeschön. Das habe ich nämlich jetzt verstanden. Es hat so endlich auf jeden Fall, ne? Ja. Das ist schön, oder? Das habe ich jetzt verstanden, oder? Ich hoffe, dass ich richtig gehört habe. Bist du eine von den vermeintlichen Hexen, die hier verurteilt wurden? Also wenn ich zu eurer Zeit gelebt hätte und hätte so technische Spielereien hier gehabt, dann hätte die mich auch verbrannt. Die hätten gedacht, ich bin ein Hexer. Ja. Hier wurde ich ja schon für viel weniger bestraft, ne? Gefoltert, gequält. Warst du verheiratet gewesen? Entschuldigung, dass ich das nochmal frage, aber ich möchte da später die Ergebnisse immer miteinander vergleichen. Wenn du verheiratet warst, wie ist denn der Name deines Ehegatten? Hattest du Kinder?
Und wessen wurdest du bezichtigt? Wie ist denn der Name deines Anklägers gewesen? Ich kann das ganz verstehen. Dankeschön. Ich schaue immer zwischen das Deck, weil ja, so ja. Wie viele sind denn gerade hier bei uns im Moment? Etwa zwei habe ich da was gestanden, aber das ist aber eher angehört als Ratio. Ja, das war Ratio, aber... Wie viele sind hier bei uns? Sind nur Frauen hier? Konntet ihr euch denn von der Anklage da nicht freikaufen? Also irgendjemand ist hier, der eine schwere Last auf den Schultern hat, ne? Sich jemand betrübt fühlt, hat er jetzt die Möglichkeit, sich zu äußern. Machst du dir Vorwürfe, was passiert ist? Ich habe gewonnen. Ich habe gerade gemeint, das guckt hier mal um die Ecke, ne? Okay. Von rechts. Ja. Komm noch rein. Bist du vielleicht einer der Ankläger, der die Schuldgefühle hat? Bist du einer der Richter? Diese Kamera ist gleich gar nichts. Dann? Die D-Karte voll. So, wieder. Ich kann aber gar nicht rein. Okay. Ist das die, wo der wieder das letzte Mal drin war? Das war mal passiert. Ich habe die extra leer gemacht, dass es so nicht ist. Nun denn. Das ist ein Meister. Ich
hat denn noch? Probier's mal. Mach die Grafenmappe. Machen wir derzeit weiter. Ja. Bist du einer der Vollstrecker gewesen? Oder bist du einer gewesen, der die Frauen verhört hat? Und machst dir vielleicht jetzt deswegen Vorwürfe? Du kannst gerne auch mit uns leben. Und da schämst du dich deswegen zu reden. Wir urteilen nicht. Schlecht auch für uns zu urteilen, weil es war eine andere Zeit, wir waren damals nicht dabei. So ist es. Und es ist nur wichtig, dass der das gemacht hat, dass der seine Fehler selbst eingesteht. Wie war denn das Leben hier früher auf der Burg? Dort, wo ihr jetzt seid, in dem Zustand, seid ihr da soweit glücklich? Spannend, was man hört, ne? Das geht nicht hin, ne? Ja. Also ich habe ja gelesen, dass früher hier immer 10 Mann Besatzung war. Ist davon jemand hier? Ich habe mal vorhin gefragt, ich weiß nicht, ob er geantwortet hat, aber ich könnte gern. Ich lade mir auch fast leer. Okay. Was machen wir noch? Schreibt ihr euren Schabernack mit mir? Ja, ja. Kann das sein? Also ich habe vorhin gefragt, droben, wo ihr jetzt zu Hause seid, ob da mehr so ein rotes Licht ist in der Atmosphäre. Rot, ja? Also da sieht man mehr so rot, also nicht so wie hier bei uns.
Gibt es denn bei euch auch so eine Sonne? Das kommt am Tag und das ist ja auch die Radio. Hast du es bestellt? Ist das wichtig? Was? Jetzt habt ihr bestellt, da ein Foto. Das oder das nächste? Video, das ist das. Das ist okay, danke. Aufnahme läuft wieder, ja. Ich frage nochmal, gerade einen Moment. Gibt es bei euch eine Sonne? Habt ihr auch einen Mond? Und wenn ja, könnt ihr nachts dann auch Sterne sehen? Gibt es grünes Gras bei euch? Sehr viel. Kommt das? Nicht von irgendwas denn? War ich das mit dem Licht da hinten? Ich muss nur dabei was aufbauen. Ja. Habt ihr bei euch grünes Gras? Wer hat denn bei euch so das Sagen? Gibt es da eine Persönlichkeit, die sagt, was, wo es lang geht? Bei euch aufsteige und auch, sag ich mal, einen Titel erlange, wo man dann bestimmte Aufgaben hat. Eine Theorie besagt, man wird, man kann sich aussuchen, welche Erfahrungen man machen möchte und wird dann wiedergeboren, bis man mit den Erfahrungen durch ist. Dann kann man eventuell aufsteigen. Wo geht das dann hin?
andere bleiben, um den Menschen zu helfen. Geistführer, Schutzengel. Ist das so? Wer entscheidet das, ob ihr aufsteigen dürft? Ist das eine höhergestellte Seele, die das entscheidet? Frag nochmal, ist das eine höhergestellte Seele, die das entscheidet? Oder gibt es da so eine Art Gott, der das Sagen hat? Wie lange muss man denn oben bleiben, damit man wieder zur Erde zurückkehren kann? Oder spielt die Zeit oben keine Rolle? Ist es möglich, dass eine Seele geht und eventuell 4 Wochen später wieder kommt? Wenn ich eine Wiedergeburt mache, kann ich mir die aussuchen. Oder entscheidet diese Wiedergeburt jemand anders für mich? Das heißt, ich komme dann als Mensch wieder auf die Erde oder auf die Welt, habe bestimmte Fähigkeiten, die mir als von Natur aus gegeben sind. Also man sagt bei uns, sie liegen in der Gene verankert und ich muss dann aufgrund dieser Veranlagung das Beste draus machen. Habe ich damit recht mit der Äußerung?
Da hätten wir ja gerade zur Zeit sehr viele Menschen auf der Erde, die eigentlich ganz oft wiedergeboren werden müssten, um es besser zu machen. Oder sind diese extra so, diese Menschen, damit die aus ihrer Scheiße diese Bauer lernen sollen? Weil momentan ist überall Krieg, Mord und Totschlag. Aber ihr könnt ja in Krieg und so nicht eingreifen, das ist euch ja verboten. Können wir mal das andere Experiment machen? Ich hab das auch verwendet, scheiße. Ja, aber im Feld, das hat man auch im Blick. Ah, das können wir machen. Ja, richtig, meine Gruppe ist Zelt. Ja. So, ihr Lieben, wir wollten noch ein anderes Experiment machen mit Telefon. Wir lassen das Telefon eins auf dem Tisch liegen. Und ihr könnt dann in das Gerät reinsprechen. Probieren wir das mal aus. Fangen wir mal zu reden. Ja. Mach dir da mal mit. Ausbrechen. Mach mal, ey, Kamera, ich will hin, dass man das an der Telefon einmal machen. Ja. Nimmst gerade die Panasonic mit. Ja. Du bist ja normaler für den Apple. Die hat ja auch das Licht, ne? Das nehme ich noch Taschenlampe mit. Genau, ja. Taschenlampe mit. Dann probieren wir das jetzt mal aus, ihr Lieben, und es wäre ganz toll, wenn ihr da mitmachen würdet. Zwei Ball, da hat sie noch. Der Netz. Warte mal, machen wir anders da. Soll ich die Actioncam hier stellen? Ja, hol die Actioncam mit. Stell die hin. Du musst ja auch laufen, die ist ja fest. Ich hatte auch nicht dabei, aber nur noch eins. Ne, ich würde die Taschenlampe mitnehmen. Ja. Ja, okay. Dann rufe ich dich von drüben an. Und du den Flug ich rufe dich an, weil ich habe nämlich das Ding drin. Die werde ich schwer, dann werde ich nämlich, wenn du anrufst. Ah, okay. Ja, das war jetzt wieder ich. So, dann gehen wir mal rüber. Hier ist ja dieses Zelt. Da ist dann auch schön trocken. Und ihr könnt da ja reingehen, ihr könnt euch hier reintrauen, da passiert euch nichts da drin. So, ihr Lieben, ihr könnt mich jetzt ja hören drüber. Also ihr könnt jetzt gerne auf das Gerät, das auf dem Tisch liegt, könnt da was reinsprechen.
Ist jemand da, der sich traut, sich mit uns zu unterhalten? Sag mal deinen Namen rein. Das kann ich jetzt nicht, dass man jetzt drüber was hört, ne? Ja, oder sag einfach mal Hallo. Wir hatten ganz schönes Sauwetter hier. Wisst ihr das? Aber das kann euch auch gut unterstützen in der Stimmenbildung. No. Wenn jemand da ist, kannst du oder könnt ihr noch mal euren Namen nennen, bitte? Was ist das? Warum ist die aus? Ja, Dani läuft. Ist Dani aus? Das Drehbuch, ach so. Ja. Man hört also doch was. Ja, ja. Ist denn eine Dame vor Ort? Der Andi hat ja eine Stimme gehört des Öfteren. Bist du noch bei uns? Oder bist du mit uns hier rübergekommen? Kannst du auch hier reinsprechen, da hört man es drüber. Ja. Wenn du es nicht schon getan hast. Es war eine schlimme Zeit damals, gell? Konnten eure Familien euch nicht unterstützen? Konnten eure Familien euch nicht unterstützen?
Oder haben Sie sich vielleicht nicht getraut aus Angst, Sie werden dann auch angeklagt? Ganz schwach, aber es war was da. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ich habe was gehört, wir haben es nur nicht richtig verstanden. Versuch mal etwas lauter zu sprechen. Ich hätte irgendwas verstanden, Sturm oder irgendwas. Ja, irgendwie, ne? Hast du gesagt, dass ein Sturm kommt? Weil es windet nämlich jetzt auch ganz schön, ne? Das macht man jetzt ganz schön, ne? Mhm. Sollen wir besser verschwinden von hier? Da sollen wir vielleicht noch mal kurz die Stäbe auspacken, ob wir darüber besser antworten können. Ja, dann sagen wir mal Dankeschön. Wir gehen mal wieder rüber, ne? Ich bin bemüht und das sind wir sehr, sehr froh drüber. Vielen Dank. Danke. So, jetzt war nur das eine jetzt gehört. Ich bin schon gespannt, ob man was versteht auf der Kamera. Du weißt, was auf der anderen Seite ist, ne? Ja, ja. So, gehen wir wieder rüber. Da schwimmen wir wieder rüber. Aber es war was für hier. Ja. Und sieht so richtig gemütlich aus da drin, gell? Ja. Ich bin mal gespannt, es war immer mal eine Stimme zu hören. Eine Stimme zu hören, ja. Ja. Das wäre natürlich jetzt genial wieder. Frau Eddie, wir probieren es noch einmal kurz über die Stäbe. Warte gerade eine Sekunde, da, bis ich das gerne, ausgetauscht habe. Gerne, da verstehe ich nämlich am... läuft noch gut, ja, da kann ich am meisten Pause entnehmen. Also, ihr könnt natürlich jetzt auch gerne die ganze Zeit auf die Kameras sprechen oder einfach laut in den Raum reden. Der Andi hört das auch direkt.
Vielleicht auch der Herr da, der mich unten am Auto schon begrüßt hat. Natürlich ohne Kamera. Ja, das ist immer so, das muss so sein, das ist Murphys Gesetz. Ja. So, das ist... Test 1, 2, 3, Test, Test. So, die Maggie hat Stäbe dabei. Ich erkläre mal kurz das Prinzip, falls ihr das noch nicht wisst. Und zwar ist das so, wenn ihr Ja antwortet, kreuzt ihr die Stäbe. Genau so. Dankeschön, alles warst du. Und wenn ihr Nein sagen wollt, dann gehen die Stäbe auseinander. Dann probiert mal bitte ein Ja. Sitzt neben mir der Andi. Ja, nehmt euch Energie aus den Lampen. Ja, danke schön. Schwierig, ne? Fehlt euch schon die Energie, waren wir schon zu lange hier. Konntet ihr über das Telefon antworten? Weil ich meinte nämlich was gehört zu haben. Oder war diese Methode sehr schwer für euch? Habt ihr noch genügend Energie übrig, um auf diese Weise zu antworten, um die Stäbe zu bewegen? Oder haben wir euch jetzt zu sehr gefordert? Ich glaube, das ist schon, das hätten wir früher machen müssen mit den Stäben. Ne? Ja, ja, das ja. Ist, ja, die berühmte Dreiviertelstunde ist wieder vorbei. Ja, genau, und dann ja. Du hast die Power wieder low. Nein. Kannst du die Stäbe da gerade machen? Noch ein Stückchen? Ah, noch ein bisschen. Prima, ja, Dankeschön. Ist dann jetzt jemand da, der auf diese Art und Weise mit uns reden will? Ja, auch schön. Prima, da freuen wir uns. Danke. Obligatorische Kribbeln an den Beinen ist auch wieder. Kann es sein, dass ihr nur eine gewisse Zeit uns antworten dürft? Ich sage jetzt mal so plus minus 45 Minuten, dass ihr da antworten dürft, was darüber hinausgeht, dann nicht mehr. Vielleicht energetisch tatsächlich nicht so zu lange geht, ne? Kann das sein, dass ihr einfach nicht mehr genug Energie habt oder hier sein könnt, dürft? Mhm.
geht eher auf Jahr, ne? Zaghaftes Jahr. Okay. Sind dann die gleichen Entitäten da wie den ganzen Abend? Nein. Wer ist denn jetzt gerade bei uns? Kannst du uns auch bitte auf die Kamera sprechen, wer da ist? Pass mal auf, mein Freund, ich muss dich mal fragen, hast du dir die Tätigkeit ausgesucht? Keine Stimme. Stimme. Ich bin so gespannt, dass man auf der Kamera was hört. Aber richtig laute Stimme. Wie wenn jemand im Wald rumrennen wird. Auch bei der Wetter glaube ich nicht, dass er im Wald rumrennt. Oder hat jemand anders bestimmt, dass du diesen Job machen musst? Weil ich den Schneck rum. Hey, die ist nicht über an der Wand. Die geht nach draußen. Ja, ich wollte die nämlich nicht da zermalmen. Ja, ich wollte die nämlich nicht da zermalmen. Das möchte ich nicht tun. Muss ich tun, nicht vermeiden. Actioncam gerade die erste Kamera in der Tasche. Darf ich nicht vergessen. So. Dann stecke ich wieder. Ich bin mal gespannt mit Farbetisch, ob wir da irgendwie kiesern. Ja. Das wäre ja. Das wäre ja genial. Das wäre ja genial. Ja, man hat so viele Sachen mittlerweile dabei. Ich bin immer stolz, wenn ich daran denke, dass ich das auspacken könnte, ne? Ja, ja. Weil ich sie dabei habe. Dann werden wir werden uns ja wirklich schon in der kurzen Zeit noch diese Equipment suchen. Ja. Also Regen ist zwar schon ein gutes Triggergeräusch, aber hat einen großen Nachteil, wenn ich ja ein Geräusch auf als Datei habe oder auf Video aufgenommen habe, kann ich da ja die Tonstärke regeln. Tja, das kann ich halt mit einem richtigen Regen vor Ort nicht. Ja, ich hatte dann später bei der Auswertung das Problem, dass wenn ich versuchen wollte, die EVP zu verstärken, dann automatisch der Regen auch mit verstärkt wurde. Und nein, ich benutze da in dem Fall kein Filter, weil wenn ich versuche, diese Regengeräusche wegzufiltern, dann reduziere ich auch in dem Moment die EVP, weil die EVP bildet sich aus dem Triggergeräusch. Und wenn ich das dann unterdrücke, na, logischerweise unterdrücke ich auch die EVP. Ja, klingt komisch, ist aber so. Es kam nichts mehr Interessantes rein und wir hatten die Session dann anschließend auch abgebrochen und räumten dann unsere Sachen zusammen.
Was wir dabei noch so an EVPs nebenbei einfangen, das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. So Leute, das war's für heute. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Ja, ihr habt ja die Auswertung jetzt schon gehört im Gegensatz zu uns. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wir haben jetzt nicht noch 5%, ich kann nicht mehr so lange quatschen. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Und nochmal Grüße an Eileen. Ja, wir vermissen dich. Ja. Lieblings-Azubine. Okay, wir gehen. Genau. Hier, ne? Ach, da war die Öwele, ja. Ah, da ist es doch. Da oben sind wir rumgefahren. Ja. Guck mal, da muss ich noch ein Beweisfoto machen. Mach ein Bild, ich leuchte hoch. Ein Hemd voll. Mit allem möglichen. Da oben waren wir. Da war ja da, früher war ja auch noch Mauerwerk, siehst du, da ist ja auch noch Zeichen da unten, guck mal. Ja, oh ja, guck mal. Das war eine riesige Anlage, ne? Ah ja, da war ja die Außenmauer. Das ist halt schon Burgkapelle war da, steht nämlich ein Schild. Schon die Hätte, ne? Ja. So, das da muss auch ein Turm gewesen sein. Hm, okay, Eingang, ne? Das war der hauseigene Swimmingpool. Ja, ist schon beeindruckend, ja. Wieder was gehört. Hä? Ja, tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Also ich habe jetzt hier halt umdauernd Stimme gehört. Ja. Geht's dann da lang?